Okay. Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir Sophie wieder belebt, mehr oder weniger, und zu ihrer alten Frische zurückgewacht. Wir haben einige Projektionen von uns gesehen, was Sophie von uns hält, und dann haben wir eine Projektion von Lambda gesehen, die uns angegriffen hat, weil sie auch immer echt war. Und ja, jetzt müssen wir zurück zu diesem einen Raum mit diesen anderen Maschinen. Und mir ist, als ich Aufnahme gestartet habe, nur eingefallen, ich wollte dich auch vor dem Raum treffen, aber ja. Jetzt bin ich hier. Ich versuche wieder herauszufinden, wie man da hinkommt. Ich glaube von dir aus. Uah. Das sieht jetzt irgendwie creepy aus irgendeinem Grund. Hey. So, da sind wir wieder. Sehr wieder. Katzen sie einfach beim Betreten kommen. Was passiert jetzt? Please look at this. I remember my mission. Lambda. I must destroy Lambda. No! What's going on? It seems the procedure was a success. What are you talking about? Protos Haste is a weapon created to destroy Lambda. This information, however, had become confused. So I simply reaffirmed what she needed to know. Next time, I will destroy him. I will finish this. Lambda? Playing with ja, bitte. Your blocks again, are you? If so, then you should smile like this. A body may influence a soul just as a soul can shape a body. Just look at the child. Every day he becomes more and more human. Do you have any idea at all why I put so much effort into raising him as a human being? It's because I... Okay, what was that? I think he said the word Lambda. It's what he called that little kid. Emerald, is Lambda human? No, of course not. He is a monster that infects and feeds off other life forms. Just like a parasite! So perhaps Richard has been infected. Does that mean we have to fight Richard in order to defeat Lambda? No, that can't be. Sophie, are you okay? Perhaps that's as far as it can go. Is she still sick? Some minor data confusion remains, but it is nothing to worry about. I must destroy Lambda. But Lambda is... Aspel, tell me. What is Lambda? Well, Protos Haste, you exist to destroy Lambda. This is your sole reason for existence. The form Lambda takes makes no difference. This time, you must destroy it no matter what the cost. Hey. Wait, hold on. Sophie doesn't want to fight Lambda because of Richard. I share the same sentiment. We all do. Emerald, there must be something you can do. Wait, we aren't sure that Richard has been taken over completely. Which means we can't give up. Yeah, and it might be possible to communicate with Lambda, too. It's way too soon to give up.
Are you planning to parlay with Lambda? Not just Lambda. Richard, too. Asbel. This is a problem that affects all of us, Sophie. We got into this together, and we'll solve it together. Together as one. Wait, what's happening? Our power is resonating. What does that mean? Your powers come from me. I am their source. That's how you saved us before, right? By sharing your power. No. It's you who saved me. You gave me the power to change who I was. So you saved our lives. And then we managed to save you. This light connects us together. Wow, okay. Now I'm super jealous. Indeed. Pascal. Captain. Don't worry about it. Let's just get back home, smash that cocoon, and find Richard. I'm afraid that even the power of Protos haste will not be enough to breach the cocoon. Verdammt. Oh, come on. There's gotta be a way. Well, I suppose you could reinforce your shuttle and then attempt to break through. Then let's do that. Tun einfach eine riesige Kanone da drauf ballern und dann wird das schon. Attachment to break through the cocoon. But it's available only at a military facility known as Bathish Citadel. Assuming you can find it, we can make the necessary repairs. Is the Citadel far from here? All right then, we have our plan. We can stop at the Citadel on our way back to Telos Astu. Perfect. Let's go. Okay. Schwulerin. Und Sophie ist wieder Gruppe beigetreten. Die kommt sofort natürlich rein. Und ich steuere sie. Ja. Ja. Du hast schon bei deinem Level up. Schwurleisterin hier. Nova Widerstand. Ja. Mach mal einfach. So, dann gucken wir mal. Oh, oh, okay. Oh, wir haben schon lange nichts mehr geändert, sehe ich gerade. Dann haben wir den Rapierstoß. Dann haben wir. Weiß ich nicht. Nehmen wir das hier. Durchstoß. Schussstab, Stoß, Verjüngung. Schnittrose. Jetzt raus, da wird schon gehen. So, jetzt sollen wir den Weg hier draußen finden. Wieso gehe ich eigentlich hier lang? Okay, jetzt ein Kreis gibt, das heißt, jetzt nach rechts und nehmen den Aufzug verdammt nochmal. Ah ja, und nach Tiers dazu können wir auch gehen wegen der Quest, weil wir haben ja einen Antriebssymbol gefunden. Bin ich richtig? Ja, glaube ich. So, damit ist unsere Truppe auch mal wieder endlich Brot. Komplett. Hier, ne? Wunderbar. Und die militärische Einführung, die haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Wollen wir letztens hin, genau. Aber da durfte man nicht hin, da war eine unsichtbare Barriere. Also, ja. Jetzt können wir da hin. Aber, wo ist der Ausgang? Ja. Ich hoffe, ich bin richtig. Ja, oh, ich hatte dieses Gebiet hier immer viel schlimmer in Erinnerung. Hin und wieder habe ich auch nicht gewusst, wo ich hinlangen muss, aber egal. Was er noch gefunden. Hui. Don't push yourself, Sophie. We just got you back, you know. I'll be careful. If you feel faint, just have Asbel carry you again, even if he's not very good at it. Just make sure you don't drop her. Man, sharing that power must be what makes them so close. I think there's more to it than that. I wish I had magical powers. Du kannst doch zaubern. Hey Sophie, warum? Can you make it so the captain and me are all zippy zappy like you guys? I don't think so. Oh nuts.
We may learn something that can help you at Batha Citadel. For seriously? Indeed. It was our main research center regarding the abilities of Protos Haze. Oh, heck yeah! Come on, guys, let's go! Nehmen wir da ein paar Waffen mit und so weiter alles, ein paar Kanonen und was weiß ich. Sophies Eltern, was? Emerald said that Lambda was a being that feeds off other life. I'm a humanoid that was created to destroy Lambda. That's my purpose. Please, don't talk like that, Sophie. But it's true. It's reality. So if this Cornell guy is the one who was responsible for raising Lambda, then who were Sophie's parents? What are you suggesting? Emerald said that Cornell was some big-shot humanoid researcher, yeah? So was there someone else capable of making Sophie? Ja, das... Das werden wir nie herausfinden. Einfach das Gespräch abgebrochen und sogar hier gibt es Abfall. Ich glaube, ich spinne. So ein Fodra schmeißen die Leute hier einen Abfall einfach so auf den Boden. Auch wenn es ja keine Mülltonnen gibt oder Natur, die man schon verunreinigen könnte. Aber trotzdem, es ist einfach zum Kotzen. Ich würde hier alle abwackeln. Wenn ich sowas sehe. Ein morsches Schwert, gut. Das ist auch irgendwie Abfall, aber egal. Ja, haben wir nichts, okay. Kann ja mal gucken, ob wieder so ein Miso da ist. Habe ich nicht vergessen. Kriegen wir ja nur hier vom Brot. Kriegen wir ja nur hier von. Weil irgendwie 1,3 oder so. Oder 4, was weiß ich. Ist ein bisschen wenig. Jawohl. Verdammt. Ich könnte auch immer speichern, laden, dann wird es ja, glaube ich, mal regenerieren. Glaube ich. Aber lassen wir. So, dann gucken wir mal, ob wir. Es geht. Okay. Gehen wir mal die Dingens ab. Die. Questo. Dann würde ich mal Malik einen anderen Titel geben. Schon wieder geändert, aber jetzt bin ich ja wieder hier machen, deswegen. Ich glaube, das hier wollte ich, ne? Jo. Giftresistenz. Was mit den anderen? Okay, das ist perfekt. So, ja, das ist viel. Keine Antwort. Von Emerald. Wieso habe ich das nicht gesehen? So, dann noch. Da waren 1000 noch was, ne? Verdammt, wollte ich nicht. 1240. Was ist das hier noch? Ganz was anderes. Nehmen wir das hier. Ja. Du kannst das hier noch. Du kannst das hier noch. Du kannst das hier noch. Du kannst nicht das hier. Du nimmst was anderes. Du nimmst das hier. Verdammt! Ring 13. So. Malik, du kannst jetzt was anderes wieder nehmen. Nehmen wir Dus. Und du kannst was anderes. Ja, was anderes ist gut. Hier haben wir noch 3. Präzision. Brauche ich nicht. Ja, was hier mit? Verbrennen-Effekt, ja, nehmen wir den. Fluch-Effekt, nehmen wir den hier, das Ausweichen. Ja, okay. Dann, man hat Miso noch verballern, den Mixer laden, NATO. Okay, cool. Hä? Ach so. Ah ne, nicht der NATO, Miso. Ja doch, hab ich doch gesagt. So, Damaststahl, da braucht man doch irgendwas. Oder auch nicht. Okay, elegante Fehler. Was? Okay, dann nehme ich. Können wir halt Miso noch für irgendwas gebrauchen?
Ja, ich benutze immer noch keine Scherben. Ah, hier war das. Nee, da ist Tofu. Mabo-Tofu. Und noch mehr Tofu. Nee. Rindfleisch. Aubergine. Mabo-Aubergine. Und dritter Wasser. Was jetzt? Miso. Sag mal. Miso? Ich hab doch gerade welches geholt. Nicht da. Warum nicht? Ne, das hier habe ich geholt. Mein Gott. Boah. So, Mabo-Tofu. Kein Titel, verdammt. Weiß nicht. Nee. Aber Tofu können wir. Nee, brauchen wir auch nicht. Trinke des Lebens. Mein Gott, Zeit. So, dann würde ich sagen, boink. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, soll ich schon mal. Ich glaube, wir treffen uns an meinem Schiff, wenn ich es nicht schon wieder vergesse. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage ciao.